Willkommen zurück zu Gurius Gaming. Hier ist wieder eure Alex, dieses Mal mit einem etwas speziellerem Video wieder mal. Und zwar mit unserem nächsten Guide. Dieses Mal geht das Guide über Gauges. Falls ihr nicht wisst, was Gauges sind, das sind diese kleinen, wie soll ich sagen, PvP, diese kleinen Symbole mit dem weißen Kreis drum, die man halt sieht. Zum Beispiel Master Ultra Instinct hat eins, dieser Zell hat eins, die füllen sich oder gehen runter, je nachdem, was für ein Typ es ist. Es gibt die verschiedensten Typen, es gibt eins für Keyguarden, es gibt eins zum Ausweichen, es gibt eins, wenn man selber angreift und es gibt eins, wenn man angegriffen wird bisher. Wir wollten euch ein wenig zeigen, wie man mit den Gauges spielt, was sie alles machen. Ja. Das ist so das Thema von heute. Und warum sage ich wir? Ich habe dieses Mal ein paar Gäste wieder. Und ja, dieses Mal werde ich immer wieder einzelne Parts haben, weil es war sehr schwer, alle auf einem Ort zur selben Zeit zu haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal. Ihr werdet jetzt gleich, wenn das Video losgeht, erstmal sehen, wie die Leute, ich habe jedem einfach Cars gegeben, die sich vorstellen. Ihr werdet von mir Zell und Zwangs sehen, von Schwabe Mastered Ultra Instinct und UI Sign, also den Liganen. Chikoto wird euch Ultra Super Gogeta vorstellen und Dave bin ich sehr dankbar, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, dass er Ultra Goku für uns zeigt. Weil ich habe Ultra Goku nicht, weil ich habe die immer geskippt. Ich gehe wirklich nur bei Future Android rein. Chikoto hat, soweit ich weiß, Ultra Goku verpasst. Und Schwabe wollte ihn nicht genug, weil er irgendwie 50k nicht gepult hat. Hat er anscheinend einfach nicht genug Verlangen nach Ultra Goku gehabt oder so. Aber dann sehen wir uns gleich. Ich weiß nicht, in was für einer Reihenfolge die Parts alle sein werden. Die sind schon alle voraufgenommen. Ich hoffe, das kann euch, ist euch wirklich sehr hilfreich. Ich habe den Golden selbst überlassen, wie sehr sie auf die Cars eingehen. Das Gage ist zwar Hauptthema, aber es gibt auch wirklich Situationen, da redet der eine halt auch schon sehr intensiv über das Kit von dem Car. Oder halt eben weniger. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, das Video ist eine Hilfe für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Eure Alex und das Gurius Galaxy Team, Gurius Gaming Team, würden sich über Feedback und vielleicht ein Like oder ein Abo oder Kommentare freuen, falls ihr vielleicht Wünsche habt, was wir in den nächsten Guides haben machen könnten, weil das wird jetzt wahrscheinlich ein regelmäßiges Ding werden. Dieses Mal geht es um das Gauge von USG. Wir müssen diesen Teil ein bisschen vorher aufnehmen, weil der liebe Chico ist gerade um 21 Uhr verhindert, wo ich den Rest mit den anderen aufnehme. Und deswegen wird er uns jetzt ein bisschen belehren über sein Gauge, wie man damit spielt, was das macht und auch allgemein vielleicht so ein kleines Guide zu Ultra Gogeta, weil er spielt ihn auch sehr, sehr oft und sehr, sehr gut. Servus Leute, Chico hier. So wie Alex schon sagte, ich werde euch den Gauge hier erstmal jetzt von Super Gogeta zeigen. Also mit jedem Einsatz einer Karte, die ihr halt macht, ihr braucht insgesamt 5 Stück. Dann füllt sich halt sein kompletter Gauge und dann bekommt er als Effekt, dass er 15% seines Lebens regeneriert, bekommt 40 Ki zurück und bekommt halt 20% zugefügten Schaden für 15 Counts. Ist auch, wie ihr seht, nicht eliminierbar. Und der nächste erlittene Schaden, den ihr leidet, ist dann bis zu 20% halt reduziert. Also habt ihr in dem Fall auch noch einen Cut. So, wir wechseln einmal rüber zum Gameplay. Dann sehen wir uns gleich. So, jetzt sehen wir uns das mal in der Praxis an. Ihr seht, mein Gauge ist halt leer. So, ich fange jetzt auf jeden Fall mal eine Combo an. Ihr seht, er füllt sich ein kleines bisschen immer. Wie gesagt, 5 Karten werden es am Ende sein. Ja gut. Oder sogar tatsächlich 6, weil die Green irgendwie nicht so zuzählt. Ihr seht, ich habe eine Ult gezogen. Hätte ich jetzt weniger Leben gehabt, dann hätte ich sogar die 15% Leben tatsächlich zurückbekommen. So und so ist es auch immer wieder. Was ihr natürlich auch gegen den Mastered Ultra Instinct machen könnt, ist einfach diesen Strike Cancel, wenn Alex mal kurz hinten bleibt. Ihr seht, der Gauge, der füllt sich einfach trotzdem. Und so könnt ihr damit auch schon mal sehr gut füllen.
Und ja, falls ihr halt wenig Leben habt, ist es so sehr gut, wenn ihr dann euer Leben dann noch so irgendwie wieder zurückbekommen könnt. Ich könnte dich ja kurz angreifen, dass du den hier zeigen kannst. Genau. Greif mich einmal an. Ja, okay, ich mach die Blue Card Guan, sein Damage ist gerade nicht so sexy. Okay, leider ist meine Strike jetzt so lange gesperrt. Aber. Ja, perfekt. Dodge mal. Okay, so, jetzt machen wir es noch einmal, damit wir einmal den Heal noch sehen. So, ihr seht, er hat sich um 15% auf jeden Fall wieder geheilt. So, jetzt wird Alex einmal meine mein Future Gohan einmal töten. So, in dem Fall wäre er jetzt auf C18. So, wenn ich jetzt auf Gogeta gehe, habe ich jetzt schon Neutral. Jetzt könnte ich zum Beispiel einfach tackeln, so wenn Alex halt ausgewichen wäre, dann hätte ich auch einfach direkt nachrushen können, weil, wie ihr gesehen habt, bei ihr, sie kann halt nicht wechseln. So, der Verteidiger nimmt die Blue, das habe ich im letzten Geld vergessen, aber ihr wisst halt, was ich meine. So, wenn der halt nicht predicted wird, sind halt die Twins halt trotzdem weg. Es ist ja jetzt egal, ob er durchgegangen ist oder nicht. Ja. Es geht einfach so um dieses Prinzip. Also, den Login darf man auch nie vergessen von ihm. So, und genau. Das macht er tatsächlich zweimal nur. Und mit seiner Green Card könnt ihr auch zwei Buffs entfernen. Die sollte man sich auch sehr gut bewahren tatsächlich. Weil sie nicht nur Buffs entfernt, sondern tatsächlich auch Cover Ignore hat. Ihr könnt dann einfach mit ihm durchkombon, euren Gauge füllen und könnt am Ende der Combo eh immer die Blue machen, damit der Gegner halt ja auch keine Hand hat, dass er nicht sofort reinkombon kann. Das ist auch eine gute Methode, wenn ihr nur noch, also wenn ihr kein Vanish habt, sodass ihr ein bisschen Zeit dadurch gewinnt. So, wie ihr seht, so, das zweite Mal bin ich jetzt ebenfalls halt neutral, so. In dem Fall, wenn ihr wisst, der Gegner hat kein Vanish, dann könntet ihr einfach so 2-3 Strikes machen oder Blast, je nachdem, und könntet einfach die Ult noch anketten. Die Zeit habt ihr, weil das für 5 Sekunden nur ist. Deswegen, also mit dem kann man echt gute Plays machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch das alles merkt. Und ja, und zu seiner Main gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen. Er hat auf seiner Main, dass er auf jeden Fall auch 30 Sekunden Endurance ignoriert, aber erst, wenn die Ult raus ist. Alex dodgt jetzt einmal. Du hast 4 Counts. Ja, das Duell ist jetzt vorbei. Es geht einfach nur darum, ihr seht, ich habe die Ult eingesetzt und ja, jetzt hat man für 30 Sekunden halt diesen Effekt. Ja, das war's an sich zu Gogeta. Gut, dann danke Chico, dass du den Part vorher mit mir auch noch aufgenommen hast. Dass wir auch wirklich keinen ausschließen müssen, dann sehen wir uns gleich bei den anderen. Oder vielleicht haben wir die schon vorher, ich weiß noch nicht, wo ich Yuzhi hinpacke, das werde ich dann noch spontan entscheiden. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank und dir. Danke, dass ich Gogeta so einigermaßen erklären konnte, weil ich ihn wirklich tatsächlich sehr, sehr gerne aktuell spiele. Und in der Meta ist er auch sehr gut vertreten. Genau. Vielleicht gibt es irgendwann noch ein anderes Video, wo wir wirklich eher mal auf Yuzhi eingehen. Wo man wirklich direkt ihn als ganzen K erklären kann. Können wir uns ja mal so. Ein bisschen in dem Gameplay so. Genau. Dann können wir uns ja mal so ein paar Meta-Charts immer schnappen und durchnehmen. Genau. Unser nächster Charakter, über den wir uns kümmern wollten, oder um den wir uns kümmern wollten, lieber gesagt, ist der liebe Ultra Kaioken Goku. Und da bin ich unserem Dave von Glorious Gaming auch sehr dankbar, dass er sich aufgeopfert hat, uns das zur Verfügung zu stellen, weil, ja, ich habe ihn nicht, Chico hat ihn nicht und Schwabe wollte ihn nicht genug, weil er ihn einfach mit 50k nicht gepult hat. Und dann würde ich auch einfach sagen, übergebe ich ihm auch einfach direkt das Wort. Er wird euch erklären, was das Gauge kann, wie man das am besten voll macht und dann halt eben ein bisschen Gameplay noch. Ja. Also, hallo, Dave hier. Bin definitiv kein Pro-Gamer hier in Legends, das muss man dazu sagen. Aber ich habe den Ultra Kaioken Goku schon in meinem Team seit Release. Ich bin mit 15k rein, habe ihn einmal bekommen. Ja, er ist solide, das muss man sagen, aber dennoch halt ein Ultra-Charakter, das darf man nicht vergessen.
die seine Meinung für sich. Jeder hat eine andere Meinung über die. Ich habe meine eigene ja auch. Aber dass wir direkt gleich starten können. Ich habe ihn zwar nur auf 5 Sterne, aber das sollte auch gehen. Wenn nicht, gehen wir einfach mal direkt auf die 7 Sterne plus. Seine Stats sind eigentlich relativ solide. Ich selbst muss dazu nur sagen, ich finde sein Def nicht so gut wie bei den meisten Charakteren. Aber das macht er mit seinem allgemeinen Base-Kit wieder weg. Man sieht hier deutlich, was er alles bufft. Ich verwende ihn im God-Key-Team. Man kann ihn natürlich auch in anderen Teams verwenden als Leader oder die Tags, wo da unten angezeigt werden. Und ja, fangen wir direkt mit den Künsten mit an. Die Schlagangriffskarten geben einen auch direkt 5 Key wieder zurück. Es ist praktisch mit beim Key Charge Step natürlich auch mit vorteilhaft. Das tut natürlich auch wieder Key dazugeben. Sein Fernangriff ist natürlich auch genial. Wenn er jemanden trifft, damit werden die Spezialangriffskunstkarten vom Gegner zerstört. Finde ich relativ solide mit. Seine Blue Card, ja. Der Spezialangriffsschaden geht kurz hoch und das Key des Gegners geht down. Man muss dazu jedoch sagen, man muss aufpassen, wie man sie bei seinem Spielstil nutzt, weil viele wissen ja, dass dadurch dann die Combo unterbrochen ist und das ist, kann bei ihm schon wirklich den Tod bedeuten, wenn man es scheiße einsetzt. Seine Green Card ist das Wichtigste für ihn. Er regeneriert Key und zieht sofort eine Karte mit und bufft sie natürlich mit. Ist gut für eine lange Kombo-Serie, muss man wirklich dazu sagen, mit jedem Key-Charge, den er macht, wenn die Leiste voll ist, bekommt er die Green Card und damit kannst du die Kombo recht aufrechterhalten. Sein Awakening-Move, ja, finde ich relativ gut, wirklich. Er tut Endurance wegmachen, das ist, ja, was man sieht man bei vielen Charakteren mittlerweile. Und was ich besonders gut finde, Fernangriffe sind ineffektiv dagegen. Seine Hauptfähigkeit finde ich gut. Und sie heilt ihn ja auch mit sofort. Und das ist bei seinem Lebensbalken, der bei einigen Treffern sofort fast bei null ist, finde ich schon gut. Cover Change kann er gegen Strike Cards. Hilft auch viel, obwohl ziemlich viele mittlerweile Strike Cards haben. Und ja. Man sieht hier, was er hauptsächlich bufft. In Leader-Slot macht sie natürlich dann sicherlich mehr was her. Bei mir auf jeden Fall nicht. Deswegen ist er nur als Standard-Character mit dem Team drin. Im Kampf an Dritt hat er natürlich auch richtig krasse Sachen. Finde ich gut. Kann man sich drum streiten. Ich finde es persönlich für einen Ultra-Character definitiv perfekt. Was sie natürlich deswegen auch relativ hoch in die Rangliste mit pusht. Sind wir ehrlich, ihr könnt es ja selbst hier kurz nachlesen, was er alles macht. Beim Einwechseln, ja. Finde ich auch relativ solide. Aber ich glaube, jeder, der ihn hat, kann sich ein eigenes Bild davon mitmachen, wie er so drauf ist. Viele werden auch sagen, er ist der größte Rotz. Viele sagen, er ist wirklich perfekt. Beim Cover Change kann er, wie gesagt, nur direkt, um direkt weiter zu kontern, nur die Blue Card nutzen. Sonst, ja, weicht der Gegner einfach direkt aus. Ja, viele, die mich auch kennen, wissen, dass ich eher der Turnier der Krafttyp bin. Und ja, er taugt da von seinen Buff-Werten, die er hat, relativ viel. Doch durch den Point-Buff, den er nur bekommt, ist so allgemein Gottkey da nicht zu gebrauchen, deswegen lasst ihn da, wenn ihr wirklich hoch wollt, aus dem Turnier der Kraft weg und nutzt euch andere Teams, aber das ist wieder ein anderes Videomaterial. Wir sind jetzt hier da, um ihn ein bisschen vorzustellen und das werden wir jetzt hier auch tun. Beachtet meine Ausrüstung nicht, die ist wirklich gerade ein Scheiße, das bin ich ehrlich, aber in dieser Teamformation kann man wirklich viel reißen mit ihm. Aber wie gesagt, es in jedem Team kann man ihn irgendwie unterbringen als Leader. Also von daher hoffe ich jetzt mal, dass wir ihn jetzt in Aktion kurz mal erleben können. Den guten hier. Seine Animation finde ich jetzt relativ gut. Zwar nicht eine der besten in Legends, bin ich ehrlich. Für mich ist von den Ultra-Animationen immer noch Omega auf Platz 1.
Und ja, man kann sich streiten, was die Animationen angeht, aber ich finde ihn dennoch relativ gut als Charakter. Also, wie wollen wir es jetzt weitermachen? Direkt jetzt ein... Erklär den Leuten doch mal noch am besten, was das Gage genau alles macht, weil du hast das Gage eigentlich und also das Hauptthema dieses Videos nur ziemlich überflogen. Erklär den einfach mal, was es alles bufft und was die ganzen Sachen sind, die er bekommt, wenn er es feuert. Ah, okay. Ja, also mit der Green Card regeneriert er eben die 40 seines eigenen Keys. Sein Schaden geht auch 30% hoch, was wirklich für eine Combo relativ viel ausmacht. Damit kann man schon mal mehrere Charakter ausschalten, wenn man sie richtig anstellt. Der finale Angriffsschaden geht ebenfalls hoch. Und man sieht auch eine deutliche Häufigkeit 5-mal. Das heißt, wenn man es gut kombiniert, indem man die Green Card wirklich 5-mal mit der Key Charge aufbekommt und auch nutzt, kann man mit seiner Hauptfähigkeit dann noch relativ sogar Charakter One-Shotten. Das ist wirklich vorteilhaft. Weil man sieht auch noch zusätzlich, er bekommt ja durch die Green Card 5x 10% für den finalen Angriffsschaden. Sind wir schon mal bei 50%. Und er bekommt zusätzlich, wenn er die Haupt-, also die Main-Abilität zündet und dann letztendlich mit den Angriff startet, nochmal 50% hoch. Das heißt, er ist bei 100% doppelten Schaden, so gesehen, was die Karte angeht. Plus zusätzlich, dass er Endurance weghaut, finde ich, ist relativ super. Er ist damit wirklich eine sehr starke Unit, weil ihr könnt es ja selbst sehen, er macht relativ viel, er bufft sich relativ viel hoch damit. Und damit kann man auch schon mal manche roten Charakter wirklich weghauen. Ich weiß nicht, wie es bei einem hohen Rangbereich ist im PvP. Ich gammel ja bei 60 rum. Und da ist es quasi so, dass man damit wirklich die roten Units daraus wirklich in manchen Fällen, wenn man es richtig gut anstellt, direkt weghaut. Aber Sinn dahin ist, dass wirklich die Combo durchgeht. Genau, und du hast ja eben über sein Gold geredet, dass es eine Green Card gibt, aber erkläre doch mal den Leuten, was es noch alles kann. Weil es kann ja einiges mehr als nur das. Genau. Wenn er sich auflädt, dann bekommt er ja definitiv noch... Na, kurz war wir es denn? Genau. Er bekommt definitiv... Ja, wo habe ich es denn jetzt? Warum bin ich jetzt blind, ey? Du bist gerade drauf. Ja, bei mir spackt es gerade. Warte mal kurz. Bei mir hängt gerade der Bildschirm. Hängt er bei dir? Nee, bei mir ist alles normal. Ja, jetzt geht's wieder auf. Okay, da haben wir's. Also wenn er seine Leiste voll hat, dann zieht er die Green Card, das habe ich hier schon erklärt. Er regeneriert 7-mal 15% seiner Lebensenergie, was die natürlich auch wieder in brenzlige Situationen rausholen kann, wenn man sie natürlich vorher nicht genutzt hat. Sein Schlagschaden geht bis maximal 80% hoch. So gesehen 2-mal ist das machbar. Beim Fernschaden genau das gleiche, also er tut auch seinen Spezialangriffsschaden mit erhöhen, das heißt, er wird zu einer Maschine im Endeffekt. Auch sein erlittener Schaden geht dadurch runter. Und 5-mal wird seine Coveranzeige regeneriert. Das heißt, man vanisht und sofort hat er sie wieder voll. 5-mal. Das rettet einen wirklich öfters mal in gewissen Kombosituationen den Arsch. Also wenn man es wirklich so sieht. Somit ist er eine sehr gut solide Unit geworden. Viele nervt er. Und ja, ich finde es einfach vom Kit her, was das hierher gibt, wirklich solide und auch wirklich tragbar und wirklich ultra tauglich. Gut, vielen Dank, Dave, dass du den Leuten das Gage auch nochmal erklärt hast und allgemein über Ultra Goku mal drüber geflogen bist. Also den TOP-Tipp fand ich auch noch super hier. Dave, wenn ihr einen TOP-Gott braucht, das ist Dave, hier dieser kleine Samaso da rechts. Also
Wenn ihr Fragen habt dazu, immer gerne auch zu ihm. Er hat ja auch einen Guide schon hochgeladen. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch mal kurz in den Friendly, um euch das Gage auch mal in Aktion zu zeigen. Und da werdet ihr sehen, wie schnell er das eigentlich feuert. Ja, das kann er definitiv. Er kann es wirklich sehr schnell vollkriegen. Das ist der Wahnsinn, wie schnell er das vollbekommt. So, und dann sind wir jetzt auch in dem PvP-Game. Man sieht schon, wie meine Strikes gelockt sind, weil Ultra Goku mir einfach als Gegner auch gar keinen Spaß gemacht hat. Ich mache erstmal ein bisschen Schaden an Dave, damit ihr auch einfach gleich seht, wie krank dieser hier eigentlich ist. Und jetzt darf Dave vanishen und dann darfst du mich gleich angreifen. Warte, mach's nochmal. Nicht sterben, so. Und jetzt müsst ihr einfach hauptsächlich auf Dave sein Bildschirm achten, wie schnell das Gage eigentlich voll wird. Hat halt schon das erste und das geht halt immer wieder macht er das voll. Das geht auch wirklich noch sehr, sehr schnell. Er hat auch Katro Speed dazu. Ja. Das Gelege ist leider gerade in OBS, wie ich sehe. Ich hole nochmal dein Wendig, dass du es wieder zeigen kannst, gell? Okay? Oh. Man muss einfach bedenken, wie Dave schon sagte, das macht er fünfmal. Ja, hat Dave da noch irgendwas zu sagen gerade? Ja, also ich bin wirklich ehrlich, man sieht ja auch unten auch die Lebensanzeige, die war eigentlich jetzt vorhin ja noch fast im Totenbereich. Jetzt ist sie wieder so zwei Drittel gefüllt. Auch die Anzeige, wie schnell die voll geht, das ist schon der Wahnsinn. Für eine Ultra-Unit definitiv perfekt umgesetzt. Er ist wirklich nervend. Man muss wirklich sagen, er nervt tierisch im PvP so gesehen auch gegen ihn zu spielen oder selbst ihn zu spielen. Für viele fällt er leicht. Für mich ist er am Anfang relativ schwer gefallen, weil ich das mit dem Charge-Step nochmal noch nicht raufgebracht habe. Mittlerweile geht's. Also, wie gesagt, bei mir kein Pro-Gaming erwarten. Ich gebe mir alle Mühe. Mittlerweile klappt es besser wie früher. Aber es ist schon krank, wie schnell der seine Leiste füllt. Ich meine, ich kann es jetzt hier auch mal so zeigen, wie schnell die hochgeht. Wenn der einfach nur mal ganz kleine Sprünge macht. Einem, das war nur kurz angetippt und das ist so ein Stück vollgegangen. Genau. Dieser Kerl. Es geht fast ein Viertel voll, wenn man nur einmal ganz kurz drauf tippt. Also es ist schon brachial. Genau, deswegen ist es bei ihm auch wichtig, dass ihr nach Strikes immer diese Mini-Charge macht, um sein Gage einfach zu füllen. Weil ihr habt ja gesehen, gerade diese kleinen Charges nach Strike-Cards, die füllen das Gage einfach schon um Viertel. Das. Ja. Ultra Goku war nicht umsonst dafür bekannt, dass er dann endlich kombot. Ja. Und wieder voll, also das geht relativ ratzfatz. Ja, man hat halt eben, wie Dave halt schon gesagt hat, ich habe fast die mit den Twins Ultra auszusehen umgebracht und jetzt ist er einfach wieder full life. Und das war schon vor der Main. Und man sieht auch bei den Ult-Damage jetzt, das waren 40% war das oder wie viel war ja, das? 40% war das. Zweimal 20, also 40%, ja. Genau, und dann halt nochmal 50%, weil er hat in den Kombos, weil er unendlich viele Green Cards zieht, bestimmt nochmal 5 aktivieren können. Genau. Deswegen seht ihr an den Damage, den Future Gohan gerade gefressen hat, wie viel das eigentlich ausmacht, weil Gohan ist ein guter Tank. Ja, das muss man dazu sagen. Und Ultra Goku hat ihn gerade ziemlich alt aussehen lassen. Aber ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Dave, dass du dir die Zeit genommen hast und dich aufgeopfert hast, uns Ultra Goku zu zeigen. Ich hoffe, das ist im Video etwas erträglich, weil ich habe gesehen, sein Gameplay hat in OBS ein bisschen gelackt, aber das lag an mir oder an OBS. Da kann Dave jetzt nichts für. Ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder
Gehen wir einfach gleich zum nächsten Part, der für mich morgen ist, aber für euch gleich. Die einzigsten Worte, die ich zu Ultra Kaioken Goku sagen kann, ist, er ist eine sehr starke Unit. Zu Recht auch oben in der Liste mit dabei und wird sich sicherlich auch noch lange, lange Zeit mit drin behalten. Also da muss schon mal ein anständiger gelbe Unit kommen, die ihn ablösen kann. Weil sein Kit einfach wirklich brachial ist und es müsste dann die nächste gelbe Unit für Gottki oder wo man auch immer ihn spielen mag, wieder weghauen und das wird, glaube ich, schon ziemlich schwer werden. Also warten wir einfach auf den Ultra Zamasu. Genau. Auch wenn er gelb wird, dann ist er sofort hier mit drin. So, unser nächster Gast ist der liebe Glorious Schwabe, den kennt ihr hoffentlich, wäre traurig, wenn nicht. Er möchte uns ein wenig über das Gauge von Ultra Instinct Sign und Mastered Ultra Instinct zeigen, weil die haben dasselbe Gauge, aber auch nicht gerade das gleiche. Und dann würde ich auch gleich das Wort an ihn übergeben. Ja, was sagst, hast du zu dem Gauge von UI Sign erstmal zu sagen, Schwabe? Erstmal sage ich Moin Moin, Servus, grüß Gott. Ich wäre ultra enttäuscht, wenn man mich nicht kennt. Also dann geht euch bitte löschen. Ansonsten, Ultra Instinct Sign ist oder war einer meiner absoluten Lieblingsunits. Also ist es immer noch. Es hat natürlich nur abgefallen. Und seine Gouge war nicht nur zum Release absolut einzigartig. War sie halt auch bis vor kurzem, bis eben sein Pardon auf den Markt kam, sage ich mal. Warum ist Ultra Instinct Sign eine meiner Lieblingsunits gewesen? Obwohl er ja eigentlich absolut. Also, Ultra Instinct Sign ist ja mal der Inbegriff von Class Cannon, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber ihn zu spielen war damals einfach was absolut Besonderes und ich misse dieses Feeling auch irgendwie. Da kommen wir dann später dazu, wenn wir über Mastered Ultra Instinct sprechen. Bei Sign ist es halt so mit seiner Gouge, ne? Die funktioniert wie die von Mastered Ultra Instinct. Du greifst ihn an mit Blast oder Strike. Und er weicht aus, ohne dass du was machen musst. Der Unterschied, du machst kein Damage mit ihm, es ist einfach nur zum Ausweichen und der Gegner muss halt ein bisschen überlegen, ja, wie greife ich ihn jetzt am besten an? Und du als Angreifer, beziehungsweise in dem Fall dann als Verteidigender oder halt als Sign-Spieler, musst überlegen, wie setzt du deine Gouge sinnvoll ein? Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich denke mal, das zeigen wir nachher noch, ist zum Beispiel ein Combo-Drop damit zu abusen, beziehungsweise halt damit zu kontern, weil, wenn der Gegner einen Combo-Drop macht und du prediktest es quasi, rennt er ja in deine, also wenn du den Charakter wechselst, rennt er in dem Fall eben in deine Gouge rein. Sprich, sein weicht aus und, sein Combo-Drop hat ihm nichts gebracht. Würdest du mit einem normalen Charm Combo-Drop machen, der halt diese Gouge nicht hat, hast du zwar die Chance danach auszuweichen, aber ganz ehrlich, das klappt in von 100 Fällen vielleicht einmal. Und das war zum Beispiel für mich ein Grund, warum Ultra Instinct Sign mit seiner Gouge so besonders war. Und, was immer funktioniert hat, Alex weiß, was jetzt kommt, der Gegner hat immer versucht, mit einem Single Blast dir deine Gouge wegzunehmen, nachdem er dir das erste Mal die Gouge weggenommen hat. Und in dem Fall hast du so, ich schwöre, wirklich 80% einfach selber deine Key-Bälle durchgedrückt, also die Key Blast Karte und dann ging deine Combo los. Sein Damage war insane. Ist es teilweise in Mono Purple auch heute noch, aber sind wir ehrlich, du kannst in Mono Purple wahrscheinlich diesen Super Saiyan 2 Vegeta spielen. Diesen Rage Vegeta aus dem Movie mit Beerus und selbst der würde Damage machen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden jetzt einfach mal von seiner Prime Side, von seinem Release. Damage war insane. Ulti Damage und ich sag bis heute einer der schönsten LFs im Spiel. Und Ultra Instinct Sign ist absolute Liebe und ja, ich denke mal, wir schauen uns jetzt seine Gouge mal an. Ja, alles, was Schwabe so gesagt hat, kann ich eigentlich nur unterschreiben. ich muss auch zugeben, ich war auch wirklich, ich gehöre zu den Opfern, die einfach UI die ganze Zeit tapshotten, damit im Grass gecatcht werden, aber da gehen wir mal ins Gameplay. Geil. Gut, damit sind wir im Spiel drin. Wir sehen schon, die Gouge läuft natürlich ab. Der Unterschied zu Ultra Instinct Sign ist, wenn ich eine Karte drücke, kriegt er sie nicht wieder.
Aber er kriegt sie dann mit seiner Blue Card. Alex darf mal angreifen. Ganz normal. Er weicht aus. Es passiert danach gar nichts. Gouch ist weg. So, weiter geht's. Alex darf mal einen Keyball drücken. Zweimal hintereinander. Einmal. Perfekt. Ja, so sieht es dann im Regelfall aus. Bin nur ein bisschen eingerostet. Und dann hast du halt Free Combo. Ne? Wie gesagt, Damage ist immer noch völlig fein. So, warte. Ich will das gleich mit dem Combo Drop noch zeigen, was ich meinte. Ab. Okay, muss mich übrigens ein bisschen korrigieren. Das kam vorher ein bisschen falsch rüber. Alex, mach mal deine Combo. Mach das so, dann güsst es dein Geld nicht aus. Ja. Natürlich nicht so gemeint gewesen, dass, wenn, genau. Diese? So, es ist nämlich so gemeint gewesen, dass nicht ich jetzt zum Beispiel von MUI auf Ultra Instinct Sign wechsle und sich so dann der Combo Drop beendet wird, sondern wenn du einfach eiskalt drin bleibst und dadurch prediktest, dass der Gegner den Combo Drop macht, weicht der nämlich dann for free aus. Ne, so hast du dann nämlich die Gefahr nicht, dass du, keine Ahnung, vor dich hinpennst oder vielleicht doch nicht ausweichen kannst, weil wir kennen Legends, manchmal passiert das, obwohl das Ausrufezeichen kommt und du weißt, Combo Drop ist da, dass du trotzdem zu langsam bist zum Ausweichen. So, und jetzt einfach noch, was schön ist, einmal noch seine Ulti zeigen. Ich hätte jetzt Green 21 nehmen sollen. Das wäre so witzig gewesen. Ja, mehr gibt es über seine Gouch auch nicht zu sagen, außer dass sie sich halt mit einer Blue Card noch aufladet. Klingt so im Nachhinein echt unspektakulär, aber das ist halt Ultra Instinct sein. Das war ein harter Diss, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Mui. Ja, es ist halt leider so. Ja, und damit kommen wir dann halt auch zum, ja, zur Weiterentwicklung, zur Endstufe, zum keine Ahnung, zur Mega-Digitation, sucht euch raus, zu Mastered Ultra Instinct Goku, der nicht nur ein ziemlich cooles Artwork hat, sondern halt auch, ja, also der nicht nur von Silber zu Weiß wechselt, wenn man so will, sondern halt auch sein Gauge oder sein Gouch sich weiterentwickelt. Bei MUI ist es nämlich quasi so, ihr müsst gar nichts mehr machen und kriegt Damage for free durch seine Gouge. Ihr könnt sie durch Combo jedes Mal ja quasi wieder auffüllen, was es extrem cancer macht. Ihr könnt mit der Green Card, die zwar dieses Mal kein AOE-Damage macht, wie bei Ultra, oder was heißt Damage? Damage macht sie keinen, aber kein AOE-Wegstoßen hat. Nee, dafür aber ja, die Gouge einfach wieder aufladen tut. Und bei ihm ist es so, das habe ich bei Ultra Instinct Sign nicht erwähnt, was einfach nicht so war. Ultra Instinct Sign's Gouge war speziell, war neu, hat die Meta aber nicht wirklich lange und viel verändert. Jetzt gehe ich so weit und sage, die Gouge ist quasi dieselbe, bisschen weiterentwickelt, es gibt Damage obendrauf, ihr könnt die Gouge länger aufrechterhalten wie bei Sign. Ihr habt gesehen, wie schnell die bei Sign gerade weg war. Das war, keine Ahnung, Alex hat zwei Karten gedrückt, wir haben einmal kurz gelabert und das war schon weg. Bei Sign kannst du, wenn du von Anfang an vielleicht sogar Gas gibst, je nachdem, oder ihn gleich in eine Combo kriegst, ja, die Gouge ewig lang aufrechterhalten, sage ich mal. Und was noch dazu kommt, das gehört zu seinem Kit, gehört jetzt nicht unbedingt zur Gouge, aber das gehört zu dem Thema dazu, dass sich die Meta verändert, ist, du musst keinen Clash mehr gewinnen. Das ist gut für Leute wie mich, die es Clashen einfach nicht drauf haben. Auch da gibt es Auto-Damage. Warum verändert es die Meta? Schimmeln ist das Zauberwort oder das Stichwort, oder sucht es euch raus. Es war schon immer so, dass diese Spieler in Legends gerne war, die hinten gechillt haben und auf Perfect Vanish gegeiert haben, brauchst du bei ihm jetzt gar nicht mehr machen, beziehungsweise bei ihm ist es dann halt auch einfach so, dass das jetzt noch 50% der Spieler mehr so machen, die einfach hinten warten und gucken, was passiert. Was kannst du als Gegner machen? Du kannst als Gegner machen, ihn versuchen mit einer Green Card zu catchen, die AOE hat, oder so eine VVB, oder halt mit einem Single Tap oder mit einem Blast Tap versuchen, die Gouge wegzunehmen. Da ist die Gefahr aber die gleiche, die wir vorhin schon mit Ultra Instinct Sign gezeigt haben, nur noch in noch schlimmer, weil du hast gar keine andere Möglichkeit mehr, weil wenn du eine Blast oder eine Strike drückst, musst dir bewusst sein, dass der dir Damage drückt. Das passiert zu 100%, das passiert bei Sign nicht, deswegen hast du bei Sign einfach zur Not auch zweimal Blast gedrückt, also komplett durchgedrückt, um ihm halt seine Gouge zu nehmen und dann ging das Spiel weiter. Und hier hast du halt immer das Risiko, dass du dadurch Damage kassierst. Deswegen spielt man gegen MUI noch vorsichtiger. Und ja, meistens macht man dann halt einen Keyball oder versucht es mit einem Single-Tap oder so die Gouge wegzunehmen, aber das birgt halt Gefahren. So, den Rest gucken wir uns jetzt an.
Man sollte aber auch dazu erwähnen, dass Gage vom Muay Kid schon nicht. Neunmal klug, ne? So, jetzt wechseln wir. Es ist fast sogar so die perfekte Hand. Ich wechsle jetzt gleich zu Mastered Ultra Instinct und Alex auf einfach mal Free Combo. Oder darf's versuchen. Viel Spaß. Danke. Das ist das, was ich meine. Free Damage. Darf's nochmal versuchen? Ich habe gleich beide Animations. Free Damage. Grün Card. Meine Gouge kommt wieder. Und wenn ich jetzt einfach mal die Combo erhöhe. Ihr seht, die Gouge füllt sich wieder. Fürs Nix tun. Alex darf wieder angreifen. Und Free Damage. Ich hasse den Typen so sehr, ne? So, jetzt kannst du theoretisch, machen wir gleich Next Move noch mit Sein weitermachen, hast du wieder eine Free Gouge. Alex darf wieder angreifen. Ja. Abfuck des Todes halt, ne? So, jetzt wechsle ich noch einmal kurz den Char, verwandle mich hier vielleicht zum Beispiel. Ich habe sogar noch diese Blue Card, die ja auch ein Konter ist, die wir jetzt aber nicht einsetzen werden. Und zögerst jetzt das Spiel jetzt einfach noch kurz ein bisschen raus, bla bla. Hier, oh mein Gott, oh Alex, weich aus, oh. Wechsel zu Sein. Okay, das war jetzt Bad Timing, aber ihr seht, Gouch war schon wieder voll. Alex auf den Keyblast drücken, Keyball drücken. Oh, ja, Tapshot meinst du, sorry. Ja. My bad. Okay. Kannst du mich ja ganz rausschneiden. Ja, ja. Da hätte ich mich auch einfach kombo können. Nee, das war zu wenig, das hätte ewig gedauert. Also ich soll dann. Ja, cut den Teil dann einfach kurz raus. Werde ich nicht. Dann viele auch machen. Alex darf nochmal einen Keyball werfen. So, du kannst natürlich den da machen. Mit beiden Ultra Instincts übrigens, dann behältst du deine Gouge. Deswegen muss euch auch das bewusst sein, wenn ihr den Keyball macht. Das, was Alex gleich macht, dazu kommen wir gleich. Das ist meine Empfehlung, um halt wirklich versuchen, die Gouge wegzukriegen. Es könnte zeitlich eng werden, aber ich glaube, das reicht. Das muss man so machen unter Freunden. Ich sehe, das stärkt die Bindung. Piss dich! So, jetzt zeigen wir euch noch, ja, quasi meine Empfehlung. Alex, mach's gleich mal. Nach vorne floaten, Single Tap, am besten gleich ein Single Tap hinterher und schon habt ihr seine Gouge weg. Das ist so die einzigste Empfehlung, die man einem eigentlich geben kann, um gegen Sein zu spielen, um halt sein Tier wegzukriegen. Natürlich auch hier die Gefahr, ne, zur Seite gehen und dann, dass der Gegner halt vielleicht ausweicht, aber habt ihr dann trotzdem genug Möglichkeiten, euch auf MUI Scouch einzulassen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was für eine großartige andere Empfehlung ich euch geben könnte, außer wie gesagt halt Green Cards, wie jetzt zum Beispiel die von Cell oder die von den Twins funktionieren da ganz gut, können wir ja mal kurz gleich noch zeigen. Ja, ich muss dann nur schnell eine Green Card auch bekommen. Ich hab eine Blue Card. Hab eine. Sehr schön. Na, das war klar, dass die Unit gewählt wird, aber hier bringt euch Rumschirmen jetzt nichts, nämlich wenn Alex jetzt die Green Card drückt. Und ihr euch auf euren Gouch verlässt, ja, Free Combo. Und wenn natürlich von diesen chlorreichen Duo-Units die Green Card durchgeht, dann habt ihr eh verloren. Basically, ja. Und allein für den Kill bin ich an dieser Stelle raus, sag vielen herzlichen Dank, das war mein Part und Twins sind scheiße. So, als nächstes bin ich mal dran. Ich werde euch das Gage von Twangs und von Zell zeigen. Und ja, also das sind auch meine beiden Lieblings-Gouches, wenn ich ehrlich bin. Twangs hat erstmal eins, ich muss es kurz suchen. Wo ist sein Gouch? Wo hat das versteckt? Da hat das versteckt. Erstens ist Twangs seins ein ganz anderes als die ihr kennt bis jetzt, weil seins sorgt dafür, dass es sich nur füllt, wenn er gecombot wird. Es füllt sich ein einziges Mal auf und er bekommt so viele Buffs dafür. Sobald es aufgefüllt ist, der Gegner bekommt 60 Key Down, er bekommt 15% Heal, 40% Damage drauf, 40% Ult Damage drauf und permanenten Card Draw Speed. Also, ich sag euch, wie es ist, wenn Twangs mal sein Gage füllt,
Das ist eine andere Unit. Aus die 60 Key, die man abzieht, das ist eigentlich ein richtig guter Combo-Breaker und so weiter und so fort. Also nehmt Twangs mit seinem Gage wirklich sehr, sehr ernst und beachtet es auch. Ja, was es alles füllt, eben wie gesagt, wenn er gecombot wird, Tap-Shots und sowas funktioniert nicht. Aber Green Card, Strike, Blue und Brass, das alles funktioniert bei ihm. Blue Cards und Ults gleich am meisten, weil sie geben sein Gage irgendwie 45-50% direkt, habe ich öfters beobachtet. Aber ich möchte da nicht wieder Ewigkeiten drüber reden. Wir gehen auch einfach direkt ins Game und ich zeige euch einfach den Unterschied zwischen Twangs mit und ohne Gage. So, als erstes möchte ich euch den Damage-Unterschied zeigen zu Twangs ohne Gage in seiner Ult. Du darfst ein bisschen zurückgehen. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. So. Also ohne Gage, seine Ult ist zwar immer noch gut, aber sie wird definitiv besser mit Gage. Wir gucken jetzt einfach auf den Damage. Das ist ein 14-Star-Ui. Es drückt ihm 3,2 Millionen. Und, ja, Twangs ist halt nicht schlecht. Aber dann starten wir das Game gleich mal neu und dann zeige ich auch mal seinen Gage in Aktion. Ich wollte einfach nur so, dass wir den Damage-Unterschied auch wirklich im Video haben. Sehen wir uns gleich. Also als erstes möchte ich euch irgendwann zeigen, wie ich Twangs sein Gage immer auffülle. Und das ist halt einfach gerne, dass ich ihn möglichst früh reinwerfe, weil ihr habt gesehen, Twangs sein Gage, das sind alles Permabuffs, Kartoff-Speed und alles. Also ich wollte es wirklich sehr früh haben. Gerade weil jede Unit heutzutage die Damage erst aufbaut, wie Mui zum Beispiel, bekommt immer mehr Damage pro Strike oder Brass, die er benutzt. Deswegen ist es eigentlich schlauer, am Anfang das zu bekommen. Auch gegen die Twins ist das sehr gut, weil am Anfang können sie halt noch nicht zu C18 wechseln. Und so habe ich eigentlich das Gage, wenn ich maximal eine Karte von ihr bekomme. Deswegen komm und mich Schwabe jetzt einfach mal. Du kriegst jetzt einen Strike und dann kommt die Blast. Genau. So, und so mache ich das halt immer. Weil Twangs hat einfach so Cut, er bekommt nicht allzu viel Damage und ihr seht die ganze Zeit pro Karte, die er mir zufügt, wird mein Gage sich füllen. Er kann mich ja kurz tabben, dass man einfach sieht, dass das einfach das Gage nicht füllt. Seht ihr, das tut dem Gage eigentlich einfach gar nichts. Nur halt eben Blue, Brass oder Green Cards, die mich ja comboen. Und da seht ihr bei Schwabe, er hat 60 Key verloren, ich habe den hier bekommen und jetzt ist Twangs einfach nochmal eine ganz andere Unit. Er hat Katro Speed und alles. Ich zeige jetzt einfach die Ult. Merkt euch, wir waren eben bei 3,2 Millionen ohne Gage. Und jetzt, das ist ein 40-Star Mui, deswegen glaubt mir, Twangs ist sein bester Konter. Nach Vibi. Weil kein Mui tankt das. Das waren 4,3, also 1,1 Millionen Damage Unterschied. Deswegen habe ich euch ja gesagt, Twangs ist einfach eine ganz andere Unit dann. Tanken tut er halt eigentlich auch nicht schlecht, wie man jetzt sieht. Aber es hat jetzt nichts mit seinem Gage zu tun. Aber ja, deswegen, wir haben 40% Damage inflicted, haben den Katro Speed und alles. Den hat man wirklich erst ab den Gauch, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und ab da ist einfach Twangs wirklich sehr ernst zu nehmen. Aber so will ich das euch wirklich empfehlen. Deswegen spielt Schwabe Mui. dass ihr wirklich mit jemand anders startet. Ich starte jetzt in den meisten Teams halt einfach mit Future Gohan oder halt den Twins, je nach Team. Und werfe dann einfach, sobald ich gekommen bin, werde sofort Twangs rein. Ob es gedroppt wird oder nicht, ist mir egal sogar. Ich lasse den Gegner gerne droppen. Aber ja, ist wirklich das Schlauste, weil es gibt keine grüne Unit, die von Anfang an auf Full Power ist, weil selbst der grüne Vegeta muss sich ja auch erstmal ein bisschen aufbauen. Also es ist schlauer, am Anfang Twangs halt das Gage holen zu lassen, bevor alle hier wirklich ihre 50, 90, 100% Damage Inflicted aufgebaut haben. Und der Defi Twangs halt selbst ein VB tankt. Weil der VB ist dabei Senkai Waft. Aber ja, dann war es das eigentlich schon von meiner Seite für Twangs, dann sehen wir uns eigentlich gleich zu Zell. Beim Berf habe ich zu Twangs eigentlich gar nichts zu sagen, tatsächlich. Der andere Card, den ich euch zeigen wollte, ist wie gesagt Zell und Zell, würde ich sagen. Ich habe schon 50 Minuten Showcase zu ihm gemacht, auf sein Kit brauche ich glaube gar nicht mehr eingehen. Wer das gesehen hat, der weiß, wie er ist. Sein Gage ist ähnlich wie das von Ultra Goku, mit zwei Unterschieden. Erstens, wenn es einmal voll ist, bleibt es voll. Zweitens, es dreht sich viel langsamer auf. Und ja, sonst ist er wirklich dasselbe. Er hat es auch immer mit Key-Chargen. Und wenn er es hat, bekommt er 20% Heal.
Das juckt aber in der Regel nicht, weil man macht das auch meist in der Full Gap ist, man will das einfach möglichst früh haben, weil dann geht es nämlich richtig ab. Er bekommt nochmal 50% Damage Inflicted, 15% Cut, alle Karten kosten 3 weniger und 50% finale Angriffsschaden. Das, ja, seine Ult mit Gage, beziehungsweise Zell allgemein mit Gage, das ist dasselbe wie bei Twangs, das wird einfach eine andere Unit. Ich zeige euch gleich auch im PvP ein paar Tricks, wie ich ihn spiele, weil bei ihm ist halt vor allem wichtig, dass ihr diese kleinen Key-Charges nach Strike-Attacks macht, um sein Gage möglichst früh voll zu machen. Was ich noch einwerfe, ist sein Platt-Equip, das habe ich auch schon in sehr vielen Videos gezeigt, aber ich werfe das hier noch schnell ein. Wenn ihr das Redskirt habt, startet ihr gleich mit 35% gefüllten Gage. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Zell spielen wollt, dass ihr das macht. 15% ist fein, aber 5%, da solltet ihr dringend reräumen, bevor ihr ihn spielt. Aber ja, einfach damit ihr das wisst, das Gage startet bei mir schon mit 35%. Aber dann gehen wir gleich mal in PvP und zeigen mal Zell in Aktion. So, dann gehen wir mal ins PvP. Ich mache das wie mit Twangs. Ich zeige euch einfach gleich die Ult. Ohne Gage, diesmal ist es nicht LBA. Wie hoch hast du deinen Gohan-Schwabe, dass wir das so wissen? 8 Sterne. Also ist ein 8-Star Future Twangs. Gohan. Gohan, genau. Ich habe jetzt kurz gekommen. Also er hat jetzt 1,9 Millionen gegeben. Wir machen die Ult ohne Gage. Tay hat sehr, sehr viel Damage inflicted, so oder so schon, vor allem gegen Hybrids. Da geht mir durch 50% Cut. Also es waren 1,34 Millionen Damage. Aber dann zeige ich euch gleich das Gage und dann sehen wir wieder, was das für ein Unterschied wird. Aber ja, jetzt zeige ich euch, wie das Gage funktioniert. Ihr seht, wie gesagt, mit dem Equip, ich habe schon 35% von meinem Gage. Und ja, ich habe euch gesagt, ihr solltet bei Strike-Karten eben immer diese kleinen Charge-Steps machen. Und ja, deswegen, ich mache jetzt kurz die Blast. Das ist normaler und jetzt geht auch nach Strike machen wir eine ganz kleine nur. Das würde ich euch wirklich sehr empfehlen, weil die Combo droppt so nicht. Und da muss man noch bedenken, die Green Card füllt sein Gage auch um 40%. Und jetzt seht ihr, wir haben einfach mit dem Equip eine Combo und das Gage ist voll. Deshalb war wirklich, deswegen empfehle ich euch, das Gage auch zu holen. Aber ja, deswegen einfach immer diese kleinen Charge Steps. Ihr dürft keine normalen machen, wie bei einer Blast in den Strike machen, weil sonst droppt die Combo. Das ist so eine Warnung. Ihr müsst wirklich diese kurzen machen, wie ich gerade gezeigt habe. Und jetzt zeigen wir nochmal den Unterschied zwischen Damage. Leider hat Zell zu viel Card Draw Speed. Lol. Hm. Und wir merken uns, wir waren eben bei 1,34 Millionen ohne Gage. Und jetzt mit seht ihr ja, wie Zell eskaliert. Wir sind bei 1,8. Also, er hat jetzt eine 8-Star Yellow Unit. Die eigentlich, muss ich sagen, noch zu den Tankics dem Game gehört momentan, fast gewonshottet mit einer Ult. Ich weiß halt nicht, was ich dazu noch sagen soll zu Zell mit Gage, das ist einfach auch gefühlt eine andere Unit. Und ja, tanken tut er jetzt eigentlich auch ganz gut, wie man sieht, weil wir haben auch durch das Gage 15% Cut. Und das ist jetzt einfach Future noch Full Power, weil unter 50% HP macht seine Ult noch mehr Damage. Und das war ein Combo Drop, also das ist jetzt Raw Damage. Und Zell tankt das wie eine 1. Wir bekommen gerade mal 1,5. Also, wir bekommen von einem Future Gohan 8 Star, der unter 50% HP ist, von seiner Ult weniger Damage, als wir gegen ihn machen. Und wir sind die, die Liga sind. Aber ja, das war's von meiner Seite aus. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen zu Zell. Ich hoffe, ihr habt bei den Gages was gelernt. Hier darf sie Twins verprügeln. Yay! Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Schwabe, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, mit mir Zwangs und Zell aufzunehmen und dass er Mui und Ultra Instinct gezeigt hat. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Twins sind scheiße. Ich denke, das waren seine abschließenden Worte. Dann lasse ich ihn die noch umbringen und dann sehen wir uns gleich. So, ich hoffe, das Guide hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet wirklich einiges lernen, wie man mit den Cars spielt. Ich entschuldige mich wirklich nochmal. Ich weiß nicht, warum das bei Dave auf einmal so gelackt hat bei seinem Part. Aber ihr habt ja zumindest noch bei meiner Seite lagfrei gesehen, hoffe ich mal. Einfach als Gegnerperspektive. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet wirklich was lernen, falls ihr das ein oder andere noch nicht wusstet. Wie gesagt, es ist sehr wichtig bei Ultra Goku und bei Zell mit den kleinen Charge Steps nach zwei Karten. Liken und abonnieren.
würden wir uns freuen. Das Glorious Gaming Team hat sich wirklich Mühe gegeben. Wir geben uns auch weiterhin Mühe mit weiteren Guides, weil es wird demnächst wieder eins kommen mit wieder neuen Themen, wo es vielleicht auch um Timestabs geht, weil die haben wir noch nicht abgedeckt. Oder was alles kombot, weil es gibt ja zum Beispiel Green Cards, die kombon. Und da gibt es auch noch einige Tricks, die ich ja gerne mache, die ich auch in PvP bei meinen Godrank-Grinds immer mache und die eigentlich sehr gut funktionieren und ziemlich wenig Leute kommen klar damit. Aber das war eure Alex. Ich verabschiede mich im Namen von allen. Bis zum nächsten Mal.